Hallo, der Wolf ist erledigt und weg. Deine Hühner und Ferkel sind jetzt in Sicherheit. Beeindruckend. Es ist eine Schande, dass du nur der Diener eines Gauners bist. Was meinst du damit? Nun, wenn du Unigos Spiel spielst, wirst du wie er mit der Zeit. Es mag für dich bequem sein, aber... Aber was? Du könntest es besser, ehrlicher. Momentan ist das alles, was ich zu sagen habe. Nimm die Münzen und geh. Trotzdem danke, dass du bezahlt hast. So. Äh, 1920, ne? 1080, was ist das? 1920, 1080, ne? Oder umgekehrt, wie das... Ich spiele nicht höchste Qualität, weil das den Stream extrem verzögert teilweise. Mein Rechner das unter Umständen nicht schafft. So. Nein, ich habe keinen 4K-Bildschirm. Nein, nein. So, Unigos, du Halsabschneider. Ich weiß ja, dass du einer bist. Aber ich musste ja meine Steuern bezahlen. Hattest du Glück mit der Steuereintreibung? Ich muss dem Herrscher nächste Woche wirklich auszahlen, sonst bin ich als Kastellan erledigt. Mach dir keine Sorgen. Ich habe gerade die letzte Steuereintreibung beendet. Schau, ich habe alle Steuern, auf die du gewartet hast. Ausgezeichnet, du bist ein wahrer Freund und so zuverlässig, wie dein Onkel es war. Du hast mir hier wirklich den Hals gerettet, Junge. War es schwierig? Einige waren einfach, andere nicht so sehr. Hör zu, die Leute fangen wirklich an, dich für die frühen Eintreibungen zu hassen. Ich weiß, aber es ist nicht meine Entscheidung. Ich hoffe wirklich, dass du ihnen das ebenfalls gesagt hast. Natürlich habe ich das getan. Einige mögen das verstehen, andere sind sturer. Aber ich habe ihnen gesagt, es ist für den Lord, nicht für dich. Du befolgst nur Befehle von oben. Ganz genau, es ist großartig, jemanden wie dich zu haben, dem ich vertrauen kann. Hier, nimm etwas aus der Sammlung für dich selbst. Warte, musst du das Geld nicht dem Lord bringen? Nun, nicht genau alles davon, weißt du. Es hat gewisse Vorteile, der Kastellan zu sein. Aber das stimmt nicht, die Leute arbeiten wirklich hart für das Geld. Oh, ich verstehe, ich danke dir sehr. Ja, würde ich aber auch. Und wir arbeiten hart, um sie zu sammeln. Findest du nicht, dass wir eine kleine Bezahlung verdienen? Nein, nicht vielleicht hast du recht. Ich will nicht vielleicht hast du recht. Nein. Du machst den Job, also lass es. Ich muss ja jetzt eins drücken. Ich will nicht eins drücken. Warte auf weitere Ereignisse. Okay, ihr Lieben. Fähigkeiten habe ich nur hier bei den Dingsen hier. Jagdwissen, ruhige Hand. Schießen und laden. Bogenschütze könnte ich ja mal ein bisschen aufdingsen, ne? Fährtenlese. Verfolgen von Tieren und Inspektmodus. Das wäre dieser hier, ne? Den müssten wir quasi jetzt aufleveln können. Ja, Fährtenlese habe ich tatsächlich noch nicht. Hab ich tatsächlich noch nicht. Kannst du Tiere mit Alt sehen? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich kann nur Pflanzen mit Alt sehen.
Tatsächlich. So. Dopromira, bist du von hier oder bist du von wo? Warte mal. F5. Erwarte nicht zu viel davon. So. Hast du einen Moment Zeit? Nee, die ist doch nicht von hier. Die ist doch von hier, ne? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Ich bin dir sehr dankbar, dass du fragst. Das ist nett von dir. Hier ist die Arbeit. Ich hoffe, es geht dir gut. Es ist hart und schmutzig. Ja, natürlich. Bist du von hier? Niradka. Niradka ist nicht von hier. Hallo Fremder, ich bin vor kurzem in dieses Land gekommen. Hast du einen Moment Zeit? Kürzlich bin ich in die Jagd eingestiegen. Hast du irgendwelche Tipps? Plus 5. Du musst noch eine Menge lernen. Vielleicht kann ich dich eines Tages unterrichten. Das wäre die beste als Jägerin. Die braucht ja 70%, ne? Hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht es? Eins oder zwei? Den Adligen oder Klatsch und Tratsch? Klatsch und Tratsch ist eins, Adlige gesehen zwei. Minus 5. Okay, warte. Da tun wir uns nicht an. Eigentlich 3. Ja, eigentlich 3 wäre besser gewesen. Ich brauche die 70. Ich will die dann als Jägerin haben. Die stelle ich jetzt dann erstmal in der Taverne an und bis dann unsere Lieselotte Hey, hast du einen Moment Zeit? Irgendwelche Tipps? Plus 5. Werde jetzt gehen. Quick Save. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Macht Minus, ne? Die hat jetzt 72. Eigentlich könnte ich doch jetzt gleich auf die 1 gehen, oder? Klingt wie das, was ich gesucht habe, mit Vergnügen. Wie gut, wir sehen uns dort. So. Jetzt muss ich die aber, das ist die Niradka, die muss ich jetzt erstmal ein Zuhause geben, ne? Management. Heimatlos. Haus zuweisen. Das Haus, ne? Oder warte mal, ablehnen. Ich kann die auch gleich in ein normales Haus setzen, oder nicht? Bist du sicher, dass du die Familie in ein neues Haus übersiedeln möchtest? Akzeptieren. Warum hat die jetzt hier so ein rotes Zeichen dran? So einen roten Pfeil. Kein Job. Aha. Niradka, F. Arbeitsplatz zuweisen. F. Und zwar möchte ich die Gutste in der Taverne haben. So, erstmal.
Die wird jetzt erstmal Gastwirtin und dann muss ich hier auf das Haus gehen. Dann muss ich die Taverne. Ich will nämlich, dass die ein bisschen kocht. Dass ich nicht alles alleine kochen muss. F. Hierhin. Was soll die denn machen? Dicke Suppe, ne? Zumindest solange noch Kohl da ist, sollte die keine Ressourcen für dicke Suppe. Und für Eintopf? Dann lassen wir sie erstmal Eintopf machen. Karotten sind wohl mehr da. Fleischbraten. Warum Fleischbraten? Ach, Fleisch ist immer da, ne? Stimmt, du hast recht. Fleisch ist ja immer da. Fleisch mit Soße? Nein. Gebratener Fisch, gebratener Fisch, gebratenes Fleisch. Wo ist der Unterschied zwischen denen? Wir lassen sie erstmal hier so. So, jetzt ab nach Hause. Ich werde jetzt aber ein bisschen Fleisch da gleich noch rausnehmen und den letzten Kohl. Und werde noch Suppe kochen, das auf jeden Fall. Und dann werden wir uns mal um Ressourcen etc. kümmern. Naja, ich möchte die ja tatsächlich, dass die... wenn meine Frau... Oder ich hätte es ja auch gleich andersrum machen können. Ich bin auch blöd. Die Olle auf Jagd schicken und die und meine Frau in die Taverne schicken können, ne? Zugmunter. Wenn ich einen Namen bei dir ändern könnte. Wenn ich einen Namen bei dir ändern könnte. So, wir brauchen eine neue Hasenfalle. Auf jeden Fall. Warte mal, was kostet die nochmal? Hasenfalle. Ach. Da, Hasenfalle. 10 Stock. Ob ich mir das irgendwann mal merken kann? Wahrscheinlich nicht, ja. Stock 10. Oh, guck mal, wie viele Stecker wir haben. Da können wir uns ja, da können wir uns totschmeißen. F. Da können wir echt mal bald was verkaufen gehen. Wenn die 0,1 Suppen in der Stunde kocht, levelt die ewig nicht auf. Braten ist gut zum Level up, weil die etwas schaffen. Okay. Hä, ich hab doch, habe ich jetzt Rundhölzer mitgenommen? Ernsthaft jetzt? Ach, ob ich es irgendwann begreife? Nein, ne? Stock. Ich habe natürlich Rundhölzer mitgenommen. Wie gut, dass ich damit noch nicht losgerannt bin. Es ist noch Frühling. Ja, das ist das Gute. So, Beeren sammeln brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir hier erstmal kicken. Hämmerchen auf 6. Reparatur. Stöcke. Oh mein Gott. Ich habe es vergessen. Ich habe es wirklich vergessen. Ich habe es vergessen. Ich, ach, Menoe. Stock. Ich habe es tatsächlich vergessen beim Jahreswechsel, weil ich einfach heute nur questen wollte. Meine Häuser zu reparieren. Da oben muss ich mit Stroh beigehen.
Er steht hier drin rum. Wir müssen gleich mal gucken, unsere ganzen Arbeiter, dass die hier... Der steht auch rum. Ja, das zu dem Thema. Ich komme hier gar nicht mehr aus meinem Feld raus, hier aus meinem Dorf. Ei, der Daus. Das Flachsfeld, das war auch noch, ja. Ja. So, haben wir jetzt alle Wände repariert? Ja, ne? Geht eigentlich der Holzschuppen da oben auch kaputt? Nee, oder? Nur das Dach eventuell, ne? Ist das bei jemandem schon mal kaputt gegangen hier? Nee, ne? Selten. Okay, selten. Das ist gut. Ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, die arbeiten auch nicht, weil mein Ressourcenlager voll ist. Wir müssen da echt mal ein bisschen leer machen. Aber ich habe doch eigentlich 1000 Kilo drin, also... 600 sind sie gerade mal. Das ist jetzt nicht wirklich viel. So, Stein. Stock. Wir gehen mal hier. Dann würde ich hier nämlich Feder mal rausnehmen. Leder rausnehmen. Pelze rausnehmen. Der Rest kann hier drin bleiben. Ich weiß, ich bin jetzt extremst voll, aber ich brauche ja nicht weit laufen. Weil die meisten Sachen tue ich ja nämlich hier rein. Das hier zum Beispiel. Nicht genügend Platz, dein Ernst? Ach, Mann. Okay, ihr müsst doch hier erstmal bleiben. Wir müssen Pelze verkaufen. Ja, so ein Bürgermeister hat wirklich 24 Stunden am Tag zu tun und wird nie fertig. Ja, so komme ich mir gerade vor. Oh, hier ist auch noch eine Wand. Natürlich habe ich jetzt die Stöcker weggetan. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Wie viele Stöcker sind das? 4, ne? Die suchen wir jetzt schnell hier draußen. Die finden wir hier draußen schneller, als dass wir da jetzt dahin laufen. So. So, und dann brauchen wir noch Stroh für die Dächer. Oh mein Gott. Hoffentlich brauchen wir nur Stroh. Ja, nur Stroh. Okay. Dui, 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 dui. So, Stroh. Also das war ja, heilig. Hier hinten war was kaputt. Da können wir mal ein bisschen reparieren. Da ist gut. Das waren noch Zeiten, als Bürgermeister und Hausmeister ein und dasselbe waren. Ich bitte dich. So. Hammer weg. Aufgeräumt, sauber gemacht haben wir. Eieieiei. Wie sieht's denn jetzt hier drinnen aus? Brennholz haben wir 139. Sehr, sehr viel. Rundhölzer haben wir 57, Steine, Stöcker,
Ton. Das sieht aber einfach ganz gut aus. Liebe Schlange, eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir. Bis Montag Neues zum Update. Wir sind noch dran, das zu optimieren. Sollte bald soweit sein. Also wieder bald. Ja, bald. Bald ist ein sehr weiter Begriff, liebe Schlange. Wir werden sehen, wann bald ist. Ich wünsche dir trotzdem eine gute Nacht und freue mich dann, dass du bald wieder einschaltest. Oh, das war jetzt gemein. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Schlaf gut. So, wir haben keinen Kohl mehr. Wir haben Karotte. Davon werden wir uns erstmal ein bisschen was einpacken. Ach, einpacken, Andrina. So, die Hälfte, ne? Und Fleisch, was nicht mehr gut ist. Das wäre dann dieses hier. 11 Kilo schaffen wir noch? Ja. Schaffen wir noch. So, gebratenes Fleisch wird im Übrigen schon gemacht. Hier von Edeltraut Mechthild. Kohl neu pflanzen. Ja, würde ich gerne. Ich würde gerne ein Flachsfeld und ein Dingsfeld machen. Was ist jetzt hier? Das ist jetzt hier einfach nur gerodet, ne? Kann man die Felder jetzt vergrößern oder... Also das hier ist noch nicht gemacht, der Weizen, ne? Jetzt muss ich mal wieder überlegen, wie war denn das mit dem Management? Management, dieses hier. Feld 2 war 20 groß. Und wie reiße ich das ab? Andreas, wenn du mir jetzt verrätst, wie ich das abreiße, dann wäre ich schon viel schlauer, wie alles. Mit einem Hammer, oder was? Dein Ernst? Wirklich zerstören mit einem Hammer? Tatsächlich. Okay. Und wie baue ich ein neues Feld? Ich weiß es echt nicht mehr. So. Zäune. Oh, wie war denn das jetzt? Nein, hier war das nicht. Oh, ich weiß doch nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Weißt du, wie lange das her ist? Mit einem Hammer. Häuser. Ah, warte mal. Kuh. Häuser. Landwirtschaft. Felder ziehen. Was ist denn das größte Feld? Sechzehn mal 16. Das kriege ich hier im Leben nicht hin, ne? Drei mal 5. 4 mal 6. 5 mal 6. 5 mal 7. Das kriege ich hier im Leben nicht hin.
Das ist echt scheißeralala. Also ich würde schon ganz gerne größer haben wollen, aber auch nicht zu groß. Ich finde das echt nicht, dann nicht schön, ne? 4x4, 5x5, 6x6 geht nicht. Warum nicht? Weil da das Haus ist, ne?